Hallo, ihr Lieben, heute mal wieder mal ein Gruß aus dem Wald. Und zwar, ja, mich zieht es ja jeden Tag in die Natur. Und jetzt nach dem Regen, oh, es hat alles ist gewachsen, alles. Man merkt so richtig, überall treibt es das Grün wieder raus, weil es war ganz trocken hier. Und naja, ich habe da auch so ein Ritual. Ich singe da. Also ich habe so mein Wolkenanbetungslied, mein Sonnenanbetungslied und verbinde mich tatsächlich mit den Wetterdevas. Und es ist natürlich dann immer wunderbar, wenn tatsächlich das geschieht, dass dann, obwohl am ganzen Tag, es war jetzt vor 2 Tagen, war der Himmel, es waren 35 Grad oder 38 Grad, richtig heiß. Und der Himmel war auch klar. Und abends dann ganz unerwartet zogen die Wolken zusammen und es hat geregnet. Das ist natürlich dann immer sehr schön. Ja, ich war jetzt ungefähr 2 Stunden hier im Wald wandern und mich einfach verbinden. Ich habe auch wunderbares Kiefernharz gefunden. Zum Verräuchern nehme ich das ab und zu. Ja, ihr Lieben, und schaut, jenseits der Worte. Jetzt zeige ich euch was. Schaut, das ist so wundervoll. Ach, einfach hier dieses, seht ihr diese roten Beeren und einfach das Leben in allem, die Lebendigkeit. Am Anfang habe ich heute noch ein bisschen bewusst erschaffen. Ich bin in meine Schöpfermagie reingegangen und weil wir sind ja gigantische Magneten und saugen sozusagen das zu uns hin, was wir, ja, womit wir uns gedanklich in unserem Bewusstsein mit unserer Aufmerksamkeit energetisch hinwenden. Und dann habe ich mich so gefragt beim Laufen, was bin ich ohne meine Geschichte? Wer oder was? Bin ich ohne Vergangenheit? Bin ich ohne Zukunft? Bin ich einfach da. Und genau das habe ich zelebriert, jetzt auch während des Aufenthalts hier beim Laufen. Dann bist du einfach da. Und dann tauchst du immer mehr ein. Natürlich fliegen immer wieder Gedanken an und es kam dann auch etwas in mir hoch aus dieser Stille, dass ich so richtig so mir gewahr war meiner, der inneren Priesterin, der Heilerin, der Hüterin, der Magierin. Und ich habe mir so richtig vorgestellt, wie ich meine Krone auf den Kopf halte und das Zepter mit meiner rechten Hand in der Hand und wie ich so dastehe und sag: So, jetzt, ich bin die Königin in meinem Königreich. Und es geschieht Gottes Wille. Und ich kann es immer wunderbar sagen: Es geschieht der göttliche Wille, denn der göttliche Wille ist mein wahrer Wille, weil es gibt ja in mir und in dir nicht du und Gott. Der Mensch, also wir alle sind eine Verkörperung, alles was ist, auch die Bäume, die Pflanzen, die Tiere, alles ist ein Ausdruck, eine Verkörperung des Göttlichen. Und das eine Selbst, das sich hier auch durch mich erfährt, durch dich erfährt, das spielt sich als viele, als Vielheit. Das ist das Spiel. Aber dessen, was wir können das erfassen, aber wenn du das wirklich ins Gewahrsein sacken zu lassen in deinen Zellen, dass das so ist, dann kannst du dieses gigantische, kosmische, grenzenlose, formlose, zeitlose, magische und non-duale göttliche Bewusstsein. Das ist die höchste Liebesfrequenz. Also so ist es meine Erfahrung. Das ist reiner Geist. Dann kannst du dieses eine Selbst, dieses ungetrennte Selbst durch dich wirken lassen. Und das ist das, wenn du sagst, der göttliche Wille geschieht durch mich. Weil es ist dein eigener, dein wahrer Wille. Denn du bist ja nicht die Persönlichkeit. Und der geschieht dann hier durch deinen Menschen, durch dein menschliches Sein.
Und das menschliche Sein ist ja ein Teil des Göttlichen, ne? Das sich hier erfährt. Und das menschliche Sein, je mehr ich aufwache zu mir selber, je mehr ich mich ausdehne in die Grenzenlosigkeit, in die Weite, in die Leichtigkeit, in die Freude, in die Magie und in den wahrhaft auch in die Weisheit und auch in die Macht dieses ewigen Einen, dass ich bin, dass du bist, dieses unendliche Ich bin. Wenn du das wieder als deine Wirklichkeit erkennst, dann lässt du das immer mehr durch dich wirken. Also wir geben die Richtung an, dadurch, dass wir ganz bewusst unsere Aufmerksamkeit auf das richten, was wir erfahren wollen, zum höchsten Segen für uns selbst und zum höchsten Segen für alle fühlenden Lebewesen, für alle Schöpfung Gottes, ja? Und dann lassen wir den göttlichen Willen durch uns geschehen. Und es ist die Zeit. Und viele von uns, und sicher auch du, die du jetzt zuhörst oder der du zuhörst, ist jetzt auf der, weiß es einfach intuitiv, dass das jetzt hier die Meisterschaft ist. Wir sind in diesem Jahr, wird ja auch so astrologisch als das Meisterjahr gesehen. Also die meisten von uns sind ja schon sehr, sehr lange inwärts unterwegs auf ihre aus ihren Bewusstseins ausdehnenden und erhebenden, zu uns selbst uns anerhebenden Wesen, ja, indem wir uns wieder ermächtigen, uns wieder besinnen und erinnern, wer wir wirklich sind und was wir wirklich sind. Und da ist doch klar, da kommen Themen, die sich wie ein roter Faden so durchs Leben gezogen haben, die können jetzt, wenn wir an so Schwellenerfahrungen sind, in eine ganz neue, wenn die Lebensspirale so eine Aufwärtsbewegung macht, ne, dann nenne ich das immer so, es ist eine Schwellenerfahrung, weil wir erheben uns hinein in eine neue Daseinsrealität. Ja, also der Erfüllung, der Vollendung, wo sich wirklich alles, wo alles gelebt werden wird, was du dir je gewünscht hast, was dein größter Herzenswunsch ist, auch in Verbindung mit deiner göttlichen Seelenaufgabe hier. Also alle Ebenen einbeziehend. Ja, und gefordert ist in diesen Augenblicken eben tatsächlich unser allerhöchstes, unumstößliches, 100%iges Vertrauen in das Selbst. Also nicht, dass du brauchst dich in Menschen. Ich meine, das klingt vielleicht ein bisschen makaber, aber du, ich weiß nicht, wie ich es anders ausdrücken soll. Du vertraust, du setzt dein Vertrauen in die höchste Weisheit des einen Selbst, das ich bin. Und das ist ja auch das Ich bin in dir und in jedem Menschen und auch in jeder Situation, in das Wirken des Göttlichen, der göttlichen Magie, der göttlichen Weisheit und der göttlichen übergeordneten Ordnung. Und dann kannst du sagen, oder ich bin dann in dem Gewahrsein, dass ich mir gewahr bin, dass auf der Ebene der Wirklichkeit bereits alles sich erfüllt hat, dass sich alle Dinge geklärt haben, dass alles bereits geordnet ist und dass sich alle Seelenverabredungen, dass sich alles gefunden hat. Denn ab einem ganz bestimmten Erwachtheitsgrad, sag ich mal, Ausdehnungsgrad in deiner Wirklichkeitsenergie hinein, dann nimmst du wahr, dass eben die Zukunft, alle Zukunft auch jetzt ist. Und wir, die wir jetzt hier in der Verkörperung da sind, hier sind, ne, wir kreieren mit jedem, was wir entscheiden, mit allem, was wir denken, was wir sind, was wir gefühlt sind, was wir als Energie sind, gestalten wir die Zukunft. Und auch ich bin hier. Ich erinnere mich, das ist so klar, klarer kann es gar nicht sein, ich bin da, um den Himmel auf Erden zu verkörpern, um das Himmelreich, ja, das sich in mir immer weiter ausdehnt. Und ich erkenne mich, ich bin wach im Sein, ich bin wach in dem, was ich wirklich bin, als göttliche Verkörperung, die auch du bist. Deshalb sehe ich dich ja auch. Ja, du kannst erzählen von deinen Problemen und was immer du hast, das ist die Oberfläche, aber das, was du bist, ist der Grund. Und der ist immer da und der ist immer Frieden und der ist immer Stille. Und der ist Vollkommenheit und Ganzheit und Unversehrtheit.
Und gerade in Situationen, wo es dich so ein bisschen schlingert, sage ich mal, schlingert ist ein guter Ausdruck, lustig, weil etwas sich zuspitzt in deinem Leben und du gar nicht anders kannst, als die Kontrolle aufzugeben, als dich fallen zu lassen, der freie Fall, als Anhaftungen aufzugeben und auch eine Energie, die manchmal noch aus alten Erinnerungen in unseren Zellen sind, diese Vermeidungsenergien, ne? Um nicht mehr Schmerz fühlen zu müssen, um nicht mehr überfordert zu sein. Da haben wir vielleicht manchmal so Vermeidungsenergien irgendwo angelegt. So. Aber das, wenn du das alles bereit bist, freizugeben, aufzugeben, loszulassen und du dich wirklich wie ein göttliches Kind nackt dem Leben hinschenkst, wissend, dass das Leben dich immer beschenkt, ja? Und gerade wenn du so auf dem Weg bist, also es wird immer das Allerhöchste für dich geschehen und es geschieht nur zu deinem höchsten Wohle, dann kannst du dich, ja, dann kannst du dich, dann gelingt es immer, dann gelingt es, dass du dich fallen lässt. Also oft, soll ich es sagen? Ich habe es auch jetzt gerade wieder so gespürt, als ich so verschmolzen bin mit der Natur. Ich freue mich so sehr, wenn diese gewisse, wenn der Frequenzgrad erreicht ist, dass ich die Feen und die Elfen, die immer da sind, wahrnehme. Wisst ihr, es ist alles da. Wir dürfen mal wirklich komplett von unserer Begrenztheit durchbrechen. All diese Wesen sind da. Feen, Elfen, Zwerge, Kobolde, Wichtel, Einhörner, Drachen. Es ist alles da. Und je mehr ich das einlade in meiner Welt, denn die dienen uns ja allen, ne? Die freuen sich ja, uns wieder näher zu kommen. Und das geschieht jetzt. Dann wird es auch geschehen. Wir brauchen halt auch Geduld, ja. Also ich habe heute auch mit ihnen gesprochen und gesagt, ich würde mich so freuen. Ja, und dann kam ein Schmetterling. Ja. Wisst ihr, für mich ist es so wichtig, dass das Erwachen des Bewusstseins, dass wir wieder in unserer Göttlichkeit, also das heißt in unserem non-dualen Bewusstsein, ja, das ist der Urgrund, Gott, wie auch immer du es nennst, die eine Quelle, das eine, ja, dass ich in allem erfähre, dass dein wahrer goldener Kern ist, dein Lichtkern. So, dieses Erwachen in diesem non-dualen Bewusstsein, denn du bist nicht von dieser Welt, ich bin nicht von dieser Welt. Wir erfahren uns hier in der Verkörperung, wir sind machtvolle, magische, magnetische, grandiose Wesen. Und das ist so wichtig, dass das in unsere Zellen sackt, wie machtvoll wir sind. Und deshalb achtsam zu sein, dass wir nicht unseren Verstand mehr erlauben, spazieren zu gehen und irgendwelche Angstgedanken zu denken, sondern dass wir bleiben in der Ausrichtung bei dem, was wir wirklich nähren, was wir stärken, wovon wir mehr haben wollen in unserem Leben, für uns und für die Welt, für die Erde und für die anderen Menschen. Ja, und dieses Erwachen. Also was ja auch meine Berufung ist, den Menschen zu begleiten in diesem Ursprungszustand, der ja auch immer schon da ist. Aber da ändert sich eben deine Welt komplett. Das ist nichts mehr, wie es vorher war. Wenn du wirklich verschmolzen bist mit der göttlichen Quelle in dir, mit deinem wahren, unendlichen, unsterblichen Sein. Denn da ist immer Frieden, da ist immer Stille. Das, was du bist, bleibt unberührt von der objektiven Welt, von der Formenwelt, was Christina hier gerade erlebt im Alltag und so. Oder was noch ein bisschen schlingert, wie ich vorhin gesagt habe. Das, was ich bin, ist unberührt von all dem. Das ist immer das, was es ist. Und wenn du dich in allem lieben kannst, gerade dann, wenn da noch so mal ängstliche Aspekte auftauchen, es wird immer wieder sowas kommen können, ne? Dass du dich da liebst, unter allen Umständen liebst, in dem, was gerade da ist.
Und das zu verbinden mit der Natur, das ist so mein wesentliches, das ist ein großes Anliegen von mir. Ich habe ja im Chlorophyll-Kongress auch darüber gesprochen, wie sehr ich immer schon mit der Natur verbunden bin und wie Mutter Natur mir geholfen hat, immer wieder in großen Wendezeiten und verändernden, also in großen Veränderungen in meinem Leben, wo es immer wieder eine neue Station ging, ja, und die Wildkräuter und aber es ist nicht nur das, was wir körperlich zu uns nehmen. Ich habe meine Allergien mit Wildkräutern geheilt. Ich habe in Verbindung mit der Mutter Natur und mit meinen Erwachen auch meine Sucht geheilt, die ich damals hatte. Also ja, das war schon, ne? Genau. Und alles in die Drehung, in die Heilung gebracht, ja. Weil es ist so wichtig, dass wir die Kräfte der Natur nutzen und dass wir sozusagen eine Freundin von mir, die malt immer so einen Baum, ne? Die Krone, das ist ja das Beispiel. Wir sind mit der Krone, wir sind angebunden über unser Herz, über unser heiliges Herz, über unseren unendlichen Herzraum da drin, dem Raum aller Möglichkeiten, aller Empfänglichkeit, sind wir verbunden mit den kosmischen Reichen, mit den höchsten Lichtreichen und wir sind angebunden über unsere Wurzeln, die aus den Füßen wachsen, mit dem Herzen der Erde und mit allen Reichen der Mutter Erde. Und diese Anbindung zu spüren, zu erfahren und immer wieder zu aktivieren in sich, die lässt dich immer wieder da drin aus. Also diese Verbindung ist für mich ganz, ganz wichtig, um jetzt hier den Himmel, wirklich den Himmel, das ist ja ein Bewusstseinszustand, ne? Diese höchste Freude, diese höchste Erfüllung in Leichtigkeit, in Unbeschwertheit, im kindlichen Lachen, in der Ausdehnung immer mehr von Fülle, ob die jetzt gerade greifbar ist für dich oder nicht, aber im Gewahrsein, dass sie da ist und dass es alles schon dir gehört. Wisst ihr, alles, was Gott hat, hast auch du. Alles, was Gott ist oder was wir als das Göttliche in uns verstehen, das ist auch unser Sein und es ist unser göttliches Erbe, unendlicher Überfluss, alle Weisheit, all diese endlose Fülle und Schönheit, ja, und wir haben Teil daran und das ist wichtig, wir haben es schon und wir dürfen nehmen, wir dürfen empfangen und vielleicht fragst du dich heute auch mal, wie kann meine Erlaubnis noch tiefer zu empfangen, noch mehr zu all das, was das Leben jetzt, womit das Leben mich beschenken will, was es für mich bereithält, an Gelegenheiten, an Möglichkeiten, an Wundern, an Ereignissen, an glücklichen Fügungen, an wundervollen Begebenheiten und Begegnungen. Also, dass du empfängst, mehr zu empfangen. Ja, und bevor ich jetzt hier noch weiter mich fließen lasse, grüße ich dich ganz herzlich und hier aus unserem wunderbaren Wald und radel jetzt mal wieder nach Hause. Ja, es geht wirklich, Himmel und Erde miteinander zu verbinden in uns selbst. Denn wir selbst sind diese Brücke, selbst sind die Verbindung, in dem alles wieder rund und sich als eins uns also sich uns zeigt, dass es in unserem Gewahrsein ist, dass wir das alles sind. Alles ist Teil von uns und wir sind Teil von allem und in Wahrheit sind wir das Ganze ständig, das hier verkörpert ist in diesem Menschen. Also, lass es dir gut gehen, bis dann.